Deponia Doomsday. Du blickvernebeltes Miststück, kommst zurück, als wär das Ding noch nicht mit Karacho gegen die Wand gekachelt. Sprich, missglückt, ich muss hier wohl mal ne Gedächtnislücke schließen. Leben im Dreck hat dir nicht geschmeckt, hast du nicht gecheckt, dass im Endeffekt alle Flüsse abwärts fließen, wie doppelt und dreifach bewiesen. Es ist doch längst evident, es gibt hier kein Happy End. Leb damit, Mana, kannst du noch so viel flennen. Es ist vorbei und ich sehe keinen Sinn darin, Gedanken nachzuhängen. Wie geht da noch was und was wäre wohl wenn? Deponia Doomsday auf Zwergfürst der B. Husser ist wieder da. Errungenschaft freigeschaltet, Husser ist wieder da. Oh je, und er ist tatsächlich wieder da. Es ist der Rufus. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt. Und ich habe die Deponia in die Luft gesprengt. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Ich habe gerade meinem Inventar im Menü mal versucht, die Musik ein bisschen leiser einzustellen. Die war mir dann doch ein bisschen zu laut. Die Stimmen sind hier ziemlich leise. Ich hoffe, jetzt geht's einigermaßen. Ofenklappe. Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Wind geträumt habe. Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter geträumt habe. Damit habe ich meine Raketenharpune zusammengebaut. Obwohl, Moment, das war auch nur ein Traum, oder? Ach, ist das alles verwirrend. Alles nur ein Traum? Wie war's jetzt? Alle drei Deponia hatten nur ein Traum? Das wäre jetzt... Da wären jetzt viele Fans frustriert. Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter geträumt habe. Das hatten wir schon mal. Gut, Fahrzeichen. Wir haben einen Schraubenschlüssel. Vielleicht können wir den nochmal mit allem kombinieren. Wieso? Das ist doch noch gut. Hä? Wieso? Das ist doch noch gut. Okay. Gehen wir zu Fahrzeichen. Das da hinaus ist. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Gashebel ziehen. Auf nach Elysium! Hä? Was ist denn jetzt? Ah, verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Tja, so viel dazu. Wollte ich doch Toni mitnehmen. So viel dazu. Dafür brauche ich nur meine Finger und ein loderndes Feuer drin im Ofen. Aha, wenn du meinst, ich habe mein Seil. Eine Schlaufe. Ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Wenn ich das nächste Mal werfe, dann um etwas zu fangen. Willst du dir nicht selbst um den Hals legen, Rufus? Das wäre mal was Spezielles. Ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Wenn ich das nächste Mal werfe, dann um etwas zu fangen.
Nein, ich habe die Last. Ja, ja, du hast lang genug geübt. Wenn du das nächste Mal was wirfst, dann um etwas zu fangen. Ja, wissen wir. Schilder. Die kryptischen Schilder sieht man in letzter Zeit immer häufiger. Und seltsamerweise tauchen sie immer in meiner Nähe auf. Tja, was du nicht sagst. Wenn Toni nicht will, dass ihre Gläser kaputt gehen, warum hat sie sie dann so demonstrativ aufgestapelt? Tja, ich weiß auch nicht. Anfassen ist eine schlechte Idee. Nein, stopp! Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in Knickerfolie. Die können wir uns beim Postbot abholen. Muster 1. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Nemo an mich selbst. Vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Ja, Glaspyramide anfassen, das war keine so gute Idee. Das ist keine gute Idee, wirklich nicht. Wenn du Rufus was anfasst, kann das ja nur in die Hose gehen. So, was machen wir nun? Knickerfolie haben wir nicht dabei, aber wir haben einen Schraubenzieher mit dabei. Verlockend. Aber der neue Rufus wirft nicht mehr mit Schrott nach den Kristallgläsern seiner Freundin. Aber nach den Schildern. Weg damit! Diese Dinger haben schon lange genug die Sicht auf die Knallgasschlote versperrt. Halterung. Endlich ist es wieder gestattet, die Knallgasschlote in Brand zu stecken. Sehr schön. Aber wir haben die nicht mit dabei. Wir haben die nicht im Inventar. Und nun? Knickerfolie holen. Aber wo kriegen wir Knickerfolie her? Hier drin ist nichts. Oh, Knickerfolie. Dass ich die nicht gesehen habe. Knick, 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 knick. Und raus geht's mit uns. Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Oh nein. Knickerfolie. Ach du Schreck. Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Scherben. Alles nur noch Scherben. Ein Falschparker. Hey, hallo. Sie können hier nicht parken. Dann mal hin zu Ihnen. Sprechen wir mit ihm, mit dem Falschparker. Was ist hier nur los? Hey, du da. Ist das deine Schrottlaube? Ja, aber bitte halte dich fern davon. Und von mir auch. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ja, da sind wir uns ausnahmsweise einig. Aber da du nun mal hier bist... Wer bist du überhaupt? Mein Name tut nichts zur Sache. Ignoriere mich einfach. Würde ich ja gerne. Im Grunde darf ich nicht einmal mit dir reden. Zumindest solange noch unklar ist, ob wir ins selbe Universum gehören. Na. Viel spricht nicht dafür. Jeder noch so kleine Kontakt muss unbedingt vermieden werden. Verstehst du? Kein Kontakt. Aha. Dafür war das aber ziemlich kontaktlastig hier gerade. Was treibst du da eigentlich? Das möchtest du nicht wissen. Glaub mir. Unbesehen. Dann hör auf, mir Fragen zu stellen. Kein Kontakt. Das ist essentiell. Was hast du nur getan? Darüber darf ich nicht reden. Es... Moment, was habe ich denn getan? Du hast beim Einparken die Gläser meiner Freundin zertippert. Himmel, Herbert, noch eins. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ich könnte eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes ausgelöst haben. Ja, aber meistens fängt sie sich nach ein paar Tagen wieder. Du verstehst mich falsch. Ich rede hier von Ascheregen, Magmaflüssen, ewiger Dunkelheit. Ja, ja. Du kennst Toni, schon verstanden. Aber das macht die Gläser auch nicht mehr heil. Du hast recht. Ich muss etwas tun. Das meine ich aber auch. Lass mich überlegen. Überleg schneller. Eine Möglichkeit gäbe es da schon. Aber es wäre sehr gefährlich. Du willst doch nicht etwa... Doch, es muss sein. Sei kein Narr. Es muss eine andere Lösung geben.
Wenn es sie gibt, sehe ich sie nicht. Ich fürchte, mein Entschluss steht fest. Ich werde... Nein! Zeit zurückdrehen. Nein! Du... Was? Ach so, ich dachte, du willst dich entschuldigen. Aber dein Vorschlag klingt besser. Gut nachgedacht. Holla, bravo, Mensch. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Ich sagte, ich werde die Zeit zurückdrehen. Ja, Zeit zurückdrehen. Ja, nur zu. Super Plan. Aber wunderst du dich denn gar nicht? Du musst doch 1 Million Fragen haben. So, ja, na gut. Na gut, Was ist denn aus kein Kontakt geworden? Dafür ist es nun zu spät. Das Unaussprechliche ist eingetreten. Aber wir können das ungeschehen machen, wenn wir meinen Plan befolgen. Gummistiefel wieder in Mode bringen? Unfug. Ich meine... Zeit zurückdrehen. Hörst du auch immer dieses seltsame Dröhnen? Jo, na dann... Die wichtigste und letzte Frage. Was ist die Quadratwurzel aus 237.169? 487. Aber ich meinte eigentlich eine andere Art von Frage. Eine, deren Lösung nicht so offensichtlich ist, ich weiß. Ja. Was treibst du da eigentlich? Ich suche nach Zeitanomalien. Toll, du hast eine gefunden. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin geradezu eine... Singularität. Meine Anzeigen sprechen eine andere Sprache. Ignoranzösisch. Ich rede hier von Zeitspliss. Eine ernste Sache. Es ist wie Spliss. Zeitspliss. In der Zeit. Also meine Haare sind gesund und kräftig bis in die Spitzen. Der Quantenschaum kocht geradezu. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Und vielleicht wird es sich bis in alle Glasscherben wiederholen. Du klingst wie meine Freundin Toni. Ja, wer bist du überhaupt? Bist du überhaupt? Wer bist du? Mein Name ist McChronicle. Ich arbeite an der Schrotthandelsuni in Portland. Jetzt kann das ja verraten. Bist Professor? Wofür? Für alberne Kopfbedeckungen? Mein Fachgebiet ist Temporalphysik. Ich untersuche Anomalien auf der 4. Achse der Raumzeit. Tatsächlich? Dann kannst du mir ja sicher eine zeitbezogene Frage beantworten. Gut, möglich. Wann, lieber McChronicle? Ja. Wann? Wann habe ich dich nach deiner Lebensgeschichte gefragt? Ja. Interessante Frage. Na gut. Wie meinst du das, die Zeit zurückdrehen? Wie ich es sage. Ich habe ein Gerät erfunden, um Unfälle zu vermeiden, nachdem sie geschehen sind. Es speichert einen Zustand der Raumzeit ab, bevor ich rückwärts einparke. Also du hast eine Zeitmaschine erfunden und benutzt sie als Einparkhilfe? Du bist ein vierdimensionaler Waschlappen, McChronicle. Eigentlich sollte ich sie gar nicht benutzen. Man stelle sich vor, diese Technologie würde in unverantwortliche Hände geraten. Oh ja, das wäre schlimm. Wo schalte ich das Ding ein? Ich hätte niemals hierher kommen dürfen. So viel zu unverantwortliche Hände. Indem ich an dieser Kurbel hier drehe? Nein, warte! Tati, tata! Lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! In Zeitreise. Was kribbelt denn da so auf der Fontanelle? Ist das etwa die synaptische Sensation, mich an Dinge zu erinnern, die noch gar nicht passiert sind? Hallo, Mr. Rufus. Was? Moment, ich bin was? Dich. Du bist McChronicle. McChronicle. Aber das hieße ja, du kannst dich erinnern? Na und ob? Du hast die Gläser kaputt gefahren. Verblüffend. Nicht halb so verblüffend wie deine Popelbremse. Aber apropos verblüffend. Wie zum Kehricht ist das alles nur möglich? Wir reden gleich drüber. Kannst du mich bitte zuerst einweisen? Ich will meinen Fauxpas von eben nicht wiederholen. Du meinst den von gleich? Nein, ich glaube, es wäre jetzt bereits eben gewesen. Himmel, das könnte wieder einer dieser Tage werden. Bist du bereit? Ach, was soll's. Gib Gummi. Stopp! Ganz sicher? Ich glaube, ich stehe noch nicht ideal. Ist nicht vielleicht noch etwas Platz? Ach, mach reichlich. Du hast dich ja noch gar nicht bewegt. Warum sagst du dann Stopp? Einfach so. Amen.
kommen. Oh, Schreck. Nanu, da war doch eben noch ein Elefant. Der pinke Elefant im Raum. Hier geht heute etwas vor, wovon sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt. Oh nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Und? Hat es funktioniert? Nichts hat funktioniert. Du hast die Gläser wieder umgefahren. Warum hast du nicht Stopp gerufen? Ich war abgelenkt. Apropos, du hast mich zufällig einen rosa Elefanten gesehen. Hast du getrunken? Eigentlich reichlich. Aber es verträgt sich wohl nicht mit den Medikamenten. Kommt mir auch so vor. Meine Reflexe sind weit unter Norm. Sonst wäre er mir nie durch die Lappen gegangen. Wo versteckt sich dieses Mistvieh nur? Welches Mistvieh? Hey Mac, na, ist die Welt schon untergegangen? Ich fürchte ja, aber ganz sicher bin ich mir erst, wenn es wieder passiert. Na, dann das Wichtigste zuerst. Und? Schon irgendwelche Zeitanomalien eingefangen? So funktioniert das nicht. Vielleicht hältst du die Angel falsch rum. Das ist keine Angel. Das ist ein Gerät zur Messung von Quantenüberlagerung. Und da wunderst du dich, dass keiner anbeißt? Tja, aber noch viel wichtiger ist... Hier läuft ein rosa Elefant herum, der mich beim Einweisen stört. Ein rosa Elefant? Das ist hochgradig beunruhigend. Es könnte die Vorhut einer rosa Stampede sein. Oder der Zeitreset hat einen schadhaften Einfluss auf dein zentrales Nervensystem. Unmöglich. Ich habe mein Nervensystem mit heißem Blei ausgegossen, um meine Vorstellungskraft zu verdoppeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Tja, ich schon. Tja. Ich muss dringend diesen rosa Elefanten loswerden. Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen. Nein, von Dr. Gizmo kann ich keine Hilfe erwarten. Ich bin in seiner Praxis nicht gern gesehen, weil ich gerne an den abgelaufenen Medikamenten in seiner Mülltonne herumlutsche. Aha. Das erklärt einiges. Meinst du, bei meinem Traum handelt es sich auch um so eine Zeitanomalie? Möglich. Wovon handelte er? Ich habe eine Elysianerin vor dem Organon gerettet. Und zusammen haben wir... Keine Einzelheiten, bitte. Ich bin mir sicher, dass es nur ein Traum war. Und ein recht verbreiteter dazu. Naja, aber mal eine andere wichtige Sache. Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, aber sicher. Was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Ja schon, aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät! Oh nein. Mensch, Rufus. Schon wieder eine Zeitreise. Tati, tata, lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Und noch eine Runde. Rufus, bist du da? Die nächste Runde geht rückwärts. Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Oh, ich bin verrückt danach. Stopp! Ganz sicher? Ich glaube, ich stehe noch nicht ideal. Ist nicht vielleicht noch etwas Platz? Ach, noch reichlich. Du hast dich aber gar nicht bewegt. Warum sagst du dann Stopp? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Amen. Ganz sicher? Ich glaube, ich stehe noch... Ist nicht viel... Ach, noch reich. Du hast dich aber gar nicht bewegt. Warum sagst du dann Stopp? Was sollen wir denn anderes machen? Ach, da ist wieder der lila, der pinke Elefant. So ein Mist. Hey, zeig dich, du Sohn eines feigen Rassetiers. Nein, Rufus. Oh nein, nein, stopp.
Das gibt's doch nicht. Schon wieder. Oh, und? Frag nicht. Ich muss wohl erst einen Weg finden, diesen lästigen Elefanten loszuwerden, bevor wir das Ganze dann noch einmal probieren. Sieht so aus. In Nilbot haben wir hier eine Tür. Haben wir noch was hier? Dann geht's zu Fragezeichen und Fragezeichen. Oh, oh wei. Nee. Hörst du Tage? Nie, nie wieder? Was mache ich mir vor? Alles kommt irgendwann zurück. Da ist es ja. Hallo, Kompatra. Oh, Tag. Ja, auch einen schönen Tag-Tag. Tag-Tag. Ja. Welchen Tag haben wir? Und ich dachte, ich sei betrunken. Hörst du die Musik nicht? Es ist natürlich Grill-Donnerstag. Grill-Donnerstag? Welches Jahr? Alles gut bei dir, Rufus? Ach, geht so. Ich hatte einen seltsamen Traum. Ich habe eine Illusianerin kennengelernt und mit ihr zusammen Deponia gerettet. Nur um es letztlich doch selbst in die Luft zu sprengen. Aber Grill-Donnerstag in Kuwak, das hieße ja... Nichts von all dem ist je passiert. Der schwimmende Schwarzmarkt, Boso, Doc, das kann einfach nicht stimmen, dass das einfach alles nicht stimmen kann. Meine Fans rasten aus, wenn sie erfahren, dass meine Abenteuer niemals stattgefunden haben. Und schlimmer noch, die wollen ihr Geld zurück. Hä? Was für Fans. Tja, die sind sicherlich ganz schockiert. Die letzte Plörre war schlecht, was? Es ist doch immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Vielleicht weißt du einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören. Weißt du das etwa? Ja, wenn's am schönsten ist, dachte ich. Viel Glück, Kumpel. Der Crew geht so lange zum Munde, bis man bricht. Glaub mir. Es ist immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Tja. Du solltest mit dem Trinken aufhören. Das ist ein weiser Tipp. Es ist das Wiederanfangen, das ich einfach nicht bleiben lassen kann. Weißt du, wo ich Toni finde? Sie ist in Lonzos Kneipe. Unfassbar, dass sie mich in Schnapp den Schnaps geschlagen hat. Bei Lonzo? Da muss ich ja einmal quer durch die Idiotenparade. Auch ein Grill-Donnerstagsmuffel? Kann ich gut nachvollziehen. Glücklicherweise wird man nicht zum Square Dance aufgefordert, wenn man Kotze am Mundwinkel hat. Tja. Kennst du dich mit Visionen aus? Meinst du sowas wie rosa Elefanten? Ich dachte immer, das genau sei das. Ein großes Klischee. Aber heute läuft hier tatsächlich einer rum. Pah, rosa Elefanten kann doch jeder. Ich habe die Zukunft gesehen. Schön für dich. Ganz im Gegenteil. Es wird furchtbar. Warum sprechen wir ihn nicht auf den Elefanten an? Wahrscheinlich hast du recht. Mir graut auch bereits vor morgen. Ich muss verhindern, dass die Zukunft aus meiner Vision Wirklichkeit wird. Mein Tipp, viel Alkohol. Hilft zuverlässig. Selbst gegen hartnäckigste Zukünfte. Tja, aber ganz wichtig. Ich habe den rosa Elefanten auch gesehen. Wirklich? Ja. Lästiges Exemplar. Er lenkt mich jedes Mal ab, wenn ich Tonis Gläser retten will. Das heißt ja, ich bin doch nicht bescheuert. Ich würde hier keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ja gut. Hilfst du mir, den rosa Elefanten zu verscheuchen? Er ist bereits weg. Ich meine ja auch nicht jetzt, sondern... beim Einpacken. Vorhin. Du willst, dass ich dir helfe, einen Elefanten aus deiner Vergangenheit zu verscheuchen? Been there, done that. Genauso geht es mir mit meiner Frau Trudy. Meine Strategie? Ich trinke, um zu vergessen. Tja, vollkommen falsch. Der Trick ist nämlich, sich zu erinnern, wenn sich die Zeit wiederholt. Hä? Wie soll ich mich denn an etwas erinnern, das noch gar nicht passiert ist? Ach, das ist doch katzenleicht. Man muss nur... Ja, wie funktioniert das eigentlich? Ich sollte vielleicht McChronicle danach fragen. Tu das. Das wären wir. Ich finde einen Weg, dass du dich erinnerst. Aha. Ich sollte vielleicht McChronicle danach fragen.
Tu das. Ja. Bleib senkrecht. Mach mir eine Skizze. So, zum Ballon. Zum Fahrzeug. Zum Brunetz. Brunetz-Hütte. Ja, sollten wir vielleicht nochmal mit McCronick reden? Vielleicht hat der noch einen Tipp. Hey, kann ja noch was sagen. Kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Wie kommt es, dass wir uns nach dem Kurbeln an alles erinnern und sonst niemand? Ja, Moment mal. Das ist eine erstaunlich gute Frage. Also, ich habe dafür diese hochkomplizierte Kopfbedeckung erfunden. Aber du... Alu-Hut. Alu-Hut schützt deine Erinnerung? Es ist schon etwas komplizierter. Für so einen verkopften Hirni wie dich bestimmt. Für mich ist der Fall damit gelöst. Dr. Gizmo musste mir mal diese Aluplatte einsetzen, nachdem irgendwer meinen Katapultplan... Ach so. Das könnte ein Faktor sein. Aber die Abschirmung funktioniert nur, wenn der Hut auch mit Stroh ausgefüttert ist. Musste dir dieser Dr. Gizmo auch Stroh einsetzen? Stroh? Ah, Hauptsache es funktioniert, oder? Ja. Dann sind ja wohl alle Fragen beantwortet. Wie funktioniert das noch gleich mit der Erinnerung? Ich trage einen mit Stroh gefütterten Aluhut. Wie du es machst, ist mir schleierhaft. Aluplatte und Hirn halt. Ich muss dringend diesen rosa Elefanten loswerden. Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen. Nein, von Dr. Gizmo. Das hat man durch das hier, das kommt mir bekannt vor. Funktioniert das? Ich trage. Wie du? Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet bist? Nein. Du weißt nicht so wirklich. Wir haben den Elefanten noch nicht verjagt. Stimmt. Lass uns lieber noch einen Augenblick warten. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Gut, na dann, da haben wir noch einen Nilbot, da haben wir noch eine Tür und da haben wir noch den Laden hier. Und da drüben ging es nochmal zu Fragezeichen an der Kreuzung entlang. Und zum Ballon können wir noch zurück. Aber ich mache jetzt an dieser Stelle erstmal eine kleine Aufnahmepause. Oder beende den Part, wie auch immer das jetzt hier geschnitten wird. Aber ich mache jetzt hier erstmal eine kleine Aufnahmepause. Bis dahin, bis gleich, bis bald. Wer weiß. Zeit ist ja hier relativ. Bis dann.